zuerst mal ganz kurz noch auf die Begriffe an sich eingegangen, mit welchen Buzzwords wir heute so um uns werfen. Zum einen mal natürlich Versionsverwaltung an sich. Da hat natürlich der ein oder andere auch schon Erfahrung gesammelt mit Sicherheit. Wird definiert als System zur Erfassung von Änderungen an Dokumenten oder Dateien. Bei uns interessiert uns natürlich vor allem das Management von Modellen für die Softwareentwicklung, für die Prozessmodellierung, für die Datenmodellierung. Der nächste Begriff, das Branching, kommt letztendlich hauptsächlich aus der Softwareentwicklung speziell, bedeutet, dass eine Verzweigung von einer anderen Version abgespalten wird, damit hauptsächlich unterschiedliche Versionen parallel bearbeitet werden können oder dass man unterschiedliche Teile einer Anwendung, Teile eines Prozesses in unterschiedlichen Fertigstellungsgraden auch verwalten kann und dann zum Schluss, damit zusammenkommt, was zusammengehört, auch mit einem Merge wieder zusammenführt. Zumindest die Teile, die den gleichen Fertigstellungsgrad haben, dann auch in ein konsistentes Modell in unserem Fall oder in einen konsistenten Source Code zusammenführen. Den weiteren Teil des Webinars möchte ich als Live-Demo anbieten, indem ich die Begriffe, von denen wir uns jetzt auch ein Bild gemacht haben, Ihnen oder Ihnen die Umsetzung dazu im Innovator konkret näher bringe. Wir haben hier ein Modell einer Autovermietung. Das kennen vielleicht viele als unser Demo-Modell. Unser aktueller Stand ist, dass die Version 2.2 jetzt in Produktion ist. Die wird verwendet und in dieser Version wurde ein Fehler festgestellt. Also wir haben hier ein Bugfixing, eine Versionserzeugung und dann übertragen wir mit dem Merge auch die Änderungen entsprechend. So, unsere Analysen für die Fehlerbehebung haben wir im Vorfeld schon gemacht. Wir wissen ganz genau, wo der Schuh drückt, nämlich jetzt hier in diesem Beispiel, dass Sie sehen, die Operation Schadenhöhe ermitteln, gibt eine Dezimalzahl zurück. Schadenhöhe-Attribut ist Gleitkommazahl und ja, da gibt es natürlich dann einen Laufzeitfehler. In dem Beispiel ändern wir jetzt den Datentyp auch zur Dezimalzahl. Und weil es so schön ist und weil das gerade dazu passt, was ich Ihnen zeigen will, ändern wir den Namen des Attributs auch noch von Schadenhöhe auf Schadenbetrag.